Hey Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr Plankton aus SpongeBob Schwammkopf malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift ungefähr in der Mitte des Blattes. Dort zeichne ich zunächst einmal einen schrägen Bogen hin. Direkt daran angrenzend zeichne ich wieder etwas schräger ein Oval, um das Auge von Plankton darzustellen. Genau in die Mitte davon zeichne ich jetzt erstmal ein Oval hinein, um die Pupille darzustellen. Anschließend zeichne ich schräg oben in die Ecke davon nochmal einen kleinen Kreis hinein, um die Lichtreflexion darzustellen. Dann gehe ich wieder nach oben zu dem Bogen. Dort zeichne ich ein Stückchen weiter oben drüber einen weiteren Bogen in gleicher Größe. An den äußeren Seiten verbinde ich jetzt die beiden Bögen mit jeweils ein paar kleinen Bögen miteinander. Das Ganze macht ihr auf beiden Seiten. So entsteht die Augenbraue von Plankton. Gut gemacht, das Auge mit der Augenbraue wäre erstmal geschafft. Ein Stück weiter darunter geht es jetzt weiter mit dem Mund. Zeichnet dafür unter das Auge erstmal einen Bogen. Anschließend zeichnet ihr darunter einen deutlich langgezogeneren Bogen, um den Mund etwas besser darzustellen. An den äußeren Seiten davon zeichne ich jeweils noch einen kleinen Bogen hinein, um die Mundwinkel darzustellen. Direkt über den Mund, unter das Auge, zeichne ich noch einen kleinen Bogen hinein, um hier noch eine kleine Falte hinzuzufügen. Dann geht es weiter mit den Zähnen. Diese zeichnen wir an die obere Seite des Mundes mit einem kleinen Bogen dran. Die einzelnen Zähne könnt ihr mit ein paar senkrechten Strichen miteinander abgrenzen. Für die untere Zahnreihe zeichnet ihr an die untere Seite wieder einen kleinen Bogen dran und ergänzt anschließend mit ein paar senkrechten Strichen die Zähne. An die untere Seite angrenzend zeichne ich zwei nebeneinander stehende Bögen, um die Zunge darzustellen. In die Mitte davon könnt ihr noch einen kleinen Strich hinzufügen. Direkt unter den Mund könnt ihr jetzt noch einen kleinen Bogen zeichnen, um auch hier wieder eine kleine Falte zu ergänzen. Jetzt geht es weiter mit der Körperform vom Plankton. Beginnt dicht oben bei seinem Auge und zeichnet dort oben drüber einen Bogen bis zu der Augenbraue. Danach ergänzt ihr hier mit einem weiteren Bogen dicht am Gesicht entlang nach unten. Am unteren Ende ergänzt sich dann dort nochmal einen Bogen. Zeichnet nun in einem kleinen Bogen nach unten und anschließend wieder nach oben, sodass hier schon sein Bein entsteht. Dann gehe ich wieder schräg nach oben, um so die ovale Form seines Körpers hinzubekommen. Ich lasse hier nun eine kleine Lücke frei und gehe anschließend wieder in einem Bogen nach oben. Und auch an der oberen Seite lasse ich hier wieder eine kleine Lücke frei. An diese zeichne ich jetzt erstmal einen großen, schrägen Strich nach außen. Und gehe anschließend wieder in einem schrägen Strich zurück, sodass hier der große Fühler entsteht. Wir bleiben direkt am Kopf und zeichnen dort wieder schräg nach oben eine weitere Linie, um auch den zweiten Fühler darzustellen. Geht im Anschluss wieder entlang des Bogens nach unten. In die Fühler hinein zeichnen wir jetzt noch ein paar einzelne kleine Rechtecke hinein, um noch ein paar Details hinzuzufügen. Zeichnet diese einfach direkt mit dem schwarzen Filzstift entlang der Fühler und versucht den Abstand zueinander immer ungefähr gleich zu halten. Das Ganze könnt ihr ruhig über beide Fühler hinweg machen, bis kein Platz mehr für weitere ist. Sehr schön, wenn ihr das geschafft habt, gehen wir wieder an die untere Seite des Körpers und zeichnen dort an die freie Stelle noch den zweiten Fuß. Hierbei beginne ich erstmal mit einem Bogen nach unten und gehe anschließend wieder in einem Bogen nach oben.
Dann geht es rüber an die Lücke. Dort zeichnen wir den Arm hin. Beginnt am oberen Ende erstmal mit einem schrägen Strich nach außen. Direkt unten drunter folgt ein weiterer schräger Strich, immer mit ungefähr gleichem Abstand. Für die Hand zeichne ich ans obere Ende erstmal einen kleinen Wirbel. Die kleine Lücke, die hier entsteht, schließe ich dann anschließend mit einem kleinen Bogen miteinander ab. So entsteht ganz einfach die Hand von Plankton. Auf der rechten Seite, ungefähr auf gleicher Höhe, ziehe ich jetzt erstmal zwei gerade Linien nach oben. Für die Hand zeichne ich an das obere Ende erstmal wieder den kleinen Wirbel dran. Dann zeichne ich noch an die untere Seite davon einen kleinen Bogen, um die Hand zu vervollständigen. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich das Bild ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Plankton aus SpongeBob Schwarmkopf ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!